Für die April-Ausgabe der Top Agrar haben wir uns den Scheibenhacker GH100 von Philets gekauft und in der Praxis getestet. Das Gerät kostet mit Mehrwertsteuer ab 2.595 Euro. Dazu kommt eventuell noch Zubehör. Herzstück des Hackers ist eine Schneidschnecke mit drei Windungen. Die Schnecke rotiert an einer einstellbaren Gegenschneide. Auch der Boden unterhalb der Schnecke lässt sich nachstellen. Bei 540er und 1000er Zapfwelle ging der Hacker sehr bissig an die Arbeit. Sobald die Schnecke einen Ast oder Stamm erfasst, zieht das Gerät das Holz sehr schnell und aggressiv ein. Da muss man schon ziemlich aufpassen, dass man nicht von einem Zweig oder Ast erwischt wird. Auch schwächere Queräste sind kein Problem. Sie knicken im Trichter ab und werden mit eingezogen. Sehr sperriges, feines Strauchwerk lässt sich allerdings schwer verarbeiten. Die maximale Auswurfhöhe liegt bei 1,70 Meter. Zum Beladen von Anhängern ist das schon recht knapp. Nicht gefallen hat uns die Aufhängung bzw. Arretierung des Auswurfs. Die Details hierzu und was uns sonst noch aufgefallen ist, lesen Sie jetzt in der Top Agrar 4 2018.